Okay, Leute, dann also der Kommissar, der neue Stahlschiff. Wir schauen es uns mal an und zwar gemeinsam. Ich bin sehr gespannt. Ich habe vorab schon mal kurz reingelugt und nun ja, ich darf euch natürlich nicht sagen, wie ich das Schiff finde. Aber es ist auf jeden Fall spannend, denn wir haben hier eine Besonderheit dabei. Fangen dann so wie gewohnt von vorne an, natürlich. Aber wir haben hier auf jeden Fall eine Besonderheit dabei und das Ding kriegt HE-Schlachtflugzeuge, Leute. Und davon gar nicht mal so wenig, ne? Also, das wird dann, ist dann wieder ein Hybridschiff, was es ja damit dann logischerweise ist. Aber wir kriegen davon gar nicht so wenig, ne? Wenn ihr euch das mal anschaut. Also, wir haben ja 6, das ist jetzt nicht so besonders, aber zusätzlich zu der HE, die wir ja auch noch verschießen können, wobei die Russen waren nie bekannt dafür, dass sie richtig gute HE hatten, eher so AP, aber schauen wir mal, ne? Also ist auf jeden Fall erstmal spannend. Wir haben 4 Raketen pro Flugzeug und 6 Flugzeuge insgesamt. Also das ist schon eine Menge, die da rumkommt. Das ist schon eine Menge. Und das ist auch irgendwie relativ kurios, weil alles andere ist auf dem Schiff, naja, ihr seht es ja selber, ne? Also wir haben 10 Kilometer Torps, das sind auch alles andere als Kurzwassertorpedos. Das wird ein Kite-Kreuzer werden, ne? Alles andere kann ich mir nicht vorstellen, kann nur ein Kiter werden. Wir sehen da hinten eine Wasserbombe. Ne, das ist eine Mine tatsächlich, das ist keine Wasserbombe. Hier liegt sogar eine Mine drauf, Leute, sehr cool. Schön animiert, gefällt mir gut. Und hier werden dann die Flugzeuge gescheitert. Ist natürlich historisch völliger Quark und Humbug, muss man einfach mal sagen. Also wie sollen 6 Flugzeuge starten bei dem Hangar? Da passt vielleicht 1 rein. 2. Ne, wenn wir gnädig sind, passen da 2 rein. Wie sollen hier 6 Flugzeuge starten? Ist da völliger, ne? Also da kann ein Spotter kann da starten. Aufklärungsflugzeug oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber alles andere ist ja Quatsch. So. Ansonsten muss ich sagen, so von der vom Aussehen her ist das Schiff gar nicht so geil, ne? Also, da haben wir vor kurzem auch erst Schiffe gesehen, die waren deutlich geiler. So, was haben wir hier sonst noch? 25 mm Plating, 30 oben, 115, 25 hinten und 16 Deck. Okay, sehr, also im Kite Schiff, das ist sehr schlecht hier hinten. Ja, weil das wird alles overmatched. Und dann hast du hier eine dicke Wand von 30 mm, wo eigentlich alles gearmt wird. Das ist also richtig schlecht schon mal. Zitadelle. Oha. Ach du Kacke, Leute. Zitadelle richtig weit oben. Oh, Leute. Oh, Leute. Also das Schiff ist, das Schiff wird mir wird das schon erstmal nicht mehr gefallen. Das sage ich euch schon ganz geil, schon ganz ehrlich. Weil ich meine, was sollst du machen mit dem Teil? Mit HE-Schlachtflugzeugen, jeder Menge Guns, ist ja logisch, HE-Schlachtflugzeuge hast du ja nicht einfach nur so, sondern du hast dann Synergien, wenn du dies mit HE und mit deinen Main-Guns untermauerst. Und wie machst du das? Natürlich nicht, wenn du Nose-In stehst, sondern das machst du, wenn du im Kite stehst. Und im Kite wird das alles Overmatch und dann fliegen die Dinger hier schön in die breite Zitadelle, die nicht extra gepanzert ist und die natürlich auch weit über Wasser liegt. Was bedeutet, ihr könnt euch angeln, wie ihr wollt, ihr werdet trotzdem Zitas kriegen. Und das ist eine Mechanik, die ich persönlich noch nie leiden konnte. Weil das ist einfach dumm. Es ist dumm. Kannst du gut spielen, wie du willst, kriegst einfach auf den Sack. So. Der Rest, ja, Zitadelle ist heftig, Leute. Da brauchen wir nicht viel dran rum. Den Rest kann ich mir eigentlich schon. Also, Panzerung schlecht. Ist richtig schlechte Panzerung. 43, oha. Oha. Oha, Leute. 43.000 ist ja mal richtig kacke. So, dann haben wir eine Hauptbatterie. 15 Sekunden Ladezeit. Das sieht wiederum ganz gut aus. Also, die Ladezeit nicht. Aber der Rest gefällt mir. Wenn ich das mal so sagen darf. Der Rest sieht eigentlich ganz geil aus. Von dem
Von der Brandwahrscheinlichkeit und so. Aber wir haben halt 240 mm, was halt bedeutet, man kann halt auch hin und wieder mal, wenn man gut ist, AP schießen. Schauen wir uns gleich an zu Petro, würde ich sagen. Aber Petro, das Schiff ist grundlegend erstmal schon mal komplett anders als eine Petro. Die Petro kommt über AP und über Panzerung. Das Ding hat da schon mal gar keine Panzerung. Also das ist schon durch. So, die Torpedos sind, würde ich sagen, Banane, 76. Das ist okay. Also Torpedos sind da, aber wirfst halt raus. Und dann guckst du halt 10 Kilometer Range. Das ist eigentlich völlig Banane, ob du da jetzt 10 Kilometer Range drauf hast. Wenn das Ding jetzt 15 Kilometer Range hätte, wär gut. Aber die 10 Kilometer sind völlig Banane, weil bei der Panzerung und der Range, du willst dich bewegen zwischen maximal 15 Kilometer und 17,2. Genau in der Range willst du dich bewegen und da bringen dir 10 Kilometer Torps in deinem Kiten gar nichts. Also Torpedos komplett Banane, die sind, wenn dann, nur dafür da, für die Leute, die am Anfang der Runde dieses Reingeböllere, die kriegen aber eh nicht mehr als 20k oder 30k Schaden hin, von daher Torpedos komplett Banane. Luftschlag wird Standard sein, 8 Kilometer in Ordnung, Flugabwehr muss gut sein, ansonsten haben wir schon mal Probleme. 4.13 sieht gut aus, Kurzstrecke 5.88, Langstrecke 1.05, ja, ist aber nicht sonderlich gut, weil Langstrecke ist schlecht, Kurzstrecke ist eh immer gut, Mittelstrecke ist auch schlecht, Mittelstrecke 2.10, ist eigentlich eine schlechte Flugabwehr, muss man mal so sagen, weil wir machen wirklich nur viel Schaden, wenn die richtig dicht dran ist und da ist die Waffe eh schon im Wasser vom Carrier, also völlig sinnfrei. Manövrierbarkeit, da wird spannend. 35,5, schnell. Oh Gott, Wendekreis 1000 Meter. Leute, was haben wir denn hier? Alter. Wie soll man denn damit Schaden machen? Was will ich denn damit dodgen? Ach du Scheiß. Also, Ruderstellzeit 10,5, das kann man noch skillen, wenn du irgendwie wild bist. Aber was soll ich denn mit 1070 behaltet man im Kopf, Leute, ja. 1070 behaltet man im Kopf. Verborgenheit wird auch gut sein. 14, ist gar nicht mal so gut. 14,2, aber Verborgenheit ist eh... Verborgenheit ist der Stat, der die Schiffe nochmal... Das ist das Sahnehäubchen, was aber dir ja nicht hilft, wirklich viel Schaden zu machen. Weil Schaden... Und am Ende, Leute, ihr seid ein Cruiser, ihr habt keinen Raider, das Ding hat keinen Raider, also ihr müsst Damage machen. Ihr braucht Damage, fetter Damage, dass das wichtig ist. Da hilft dir das auch nicht weiter. So. Ja, Leute. Ist geil, dass wir ein defensives Flakfeuer haben. Ist geil, dass wir eine Reparaturmannschaft haben. Das ist alles Standard. Also bis jetzt sehe ich, also aus den Stats scheint bis jetzt für mich heraus, dass es ein Kackschiff ist, Leute. Ein richtiger Kackhobel. Aber ein richtiger Kackhobel. Also Schaden wird schon bei rumkommen, ja. HE sieht gut aus. Aber bei dem Panzerungsschema, ich will es euch nochmal zeigen kurz, ja, für diejenigen, die vielleicht ein bisschen später dazu gekommen sind, etc. Für das Panzerungsschema, Leute, das ist Müll. Das ist richtig Müll. Schaut euch die Zitadelle an, Leute. Das ist ja Wahnsinn. Schon mal, das ist jetzt völlig russenunwürdig. Schaut euch mal an, wo die Zitadelle losgeht, wie weit das oben drüber ist. Und die liegt außen. 115, danach ist sofort Zitadelle. Zack. Bunken. Ich hab euch gewünscht, dass wir eine Petro uns dazu anschauen. Mach ich gerne. Wenn dann aber nur ganz fix. Petro ist halt, ne, hier hinten. Viel, viel kürzerer Arsch, Leute. Plus Icebreaker. Also die Hälfte von dem ist eh weg. Und dann fängt die Zita halt hier unten irgendwo an. Erstmal nicht außen liegend. Aber die Zita fängt halt hier unten irgendwo an und ist halt auch noch viel kleiner. Ne? Ihr seht, dann ist er auch noch geengelt. Also ist halt gar nicht zu vergleichen. Ist halt einfach nicht zu vergleichen. Ist halt einfach nicht zu vergleichen. Petro hat 2.20. Ladezeit wird dann am Ende ungefähr beim selben hinauskommen. Aber vielleicht nochmal zurück zur Kommissar. Also ich sag euch ganz ehrlich, Leute. Ich sehe bis jetzt
nicht, wie ich mit dem Schiff... Achso, eine Sache wollten wir ja noch gucken. 1070 Meter, das... Also wenn man keinen... Also, ne, Leute, wenn man keinen Smoke hat, dann dodgt man über Movability. Im Sinne von anfahren, Geschwindigkeit rausnehmen, also langsamer werden, schneller werden, langsamer werden, drehen. So, da hilft eine Ruderstellzeit, ein Wendekreis, Höchstgeschwindigkeit. Höchstgeschwindigkeit, Wendekreis, um Gottes Willen, und Ruderstellzeit kann man aber skillen. Ruderstellzeit, eine schlechte Ruderstellzeit ist für mich kein No-Go, aber Wendekreis kann ich gar nicht skillen, geht gar nichts. Und wenn ich 1070, also da hat doch die Petro doch besser, Wendekreis, so, oder? Leute, Petro hat doch, hallo, Petro hat doch safe einen besseren Wendekreis als das Ding. Petro hat 99, das sind 100 Meter besser. Fast 100 Meter. Okay, also, spannend, Leute. Nochmal zur Info für euch, das wird ein Stahlschiff werden. Was es wird, wie es genau aussehen wird, keine Ahnung, wie viel es kosten wird. Aber um die 30.000 Stahl, gehe ich davon aus, viel günstiger wird es nicht werden. Ja. Wenn jetzt hier nicht noch jede Menge versteckte Panzerung drin hockt und vor allem also im Kite, ne? Das ist der Kite, das ist das, was am Ende an Panzerung zählt. Full Pens. Ja, hier auch. Turm dann schon kaputt. Und hier gleich zieht das, Leute. Richtig fette zieht das. Weiß ich nicht. Sehe ich bis jetzt noch nicht, dass das heftig ist, Leute. Also, da muss irgendwie im Gameplay, muss da irgendwie, da muss irgendwie noch, da muss da noch was kommen. Oder was sein, oder irgendwie. Der Rest ist ja auch alles völlig unbesonders. Also, was soll ich mir hier Panzerung angucken, wenn die grundlegenden Sachen vom Panzerungsschema dermaßen kacke sind. Ach, keine Ahnung, Leute. Ich bin gespannt. Das war auf jeden Fall die Preview. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Ihr wisst, ne, im Sinne von Spielen oder so, werden wir dann tun, sobald das Schiff draußen, final etc. ist. Schauen wir uns genau an. Bis jetzt, sage ich euch ganz ehrlich, spannend auf jeden Fall. Also sowas habe ich... Ich wüsste nicht, ob es so ein Schiff schon mal gibt. Also als Kite-Kreuzer ist ja normalerweise immer irgendwie eine Möglichkeit, wirklich gut zu kiten. Bei dem Ding hier weder Consumables noch irgendwie... wüsste gar nicht, wie ich damit gut kiten soll. Ja. Gucken wir mal. Ich bin gespannt, Leute. Mehr kann ich euch nicht sagen. Ich bin gespannt.